Hallo, wir sind bei dem Kanal Kochen, Backen und mehr. Wir sehen, wir machen uns heute auf den Weg zu einer fröhlichen Wanderung. Na gut, das stimmt nicht ganz. Wir sind hier am Warten und laufen hin und her, bis unserer Zug kommt. Aber was haben wir denn eigentlich vor? Eine fröhliche S-Bahn-Fahrt? Ja gut, damit fängt es ja meistens an, wenn man in der Stadt wohnt. Ansonsten muss man sich ja entweder mit dem Bus oder mit dem Auto irgendwo hinfahren lassen. Wir möchten nämlich heute wieder mit dem Nachtzug fahren, nach Wien. Und wie machen wir das? Mit der Minikabine. Die Minikabine ist natürlich sehr praktisch, da hat man seine Ruhe und man weiß immer, mit wem man fährt. Da gibt es ja zwischen den Minikabinen so ein Fenster, was man auf- und zuschieben kann. Wenn man Alleinreisender ist, macht man das einfach zu. Und wenn man zu zweit ist, dann macht man es offen. Da kommt man nicht in die Gefahr, wer mit einem mitreist. So, wir sind hier am Warten. Da fahren schon einige Metronome hin und her. Aber unser Nightjet ist noch nicht dabei. Wir haben geguckt, wo wir einsteigen müssen. Das ist hier nicht unter dem Dach. Deswegen sind wir hier im Regen und müssen warten. Ja, das ist nicht ganz so angenehm. Zum Glück haben wir einen Schirm. Das ist dann aber trotzdem auch wieder unangenehm, weil es windig ist. Und nach so vielen Regionalbahnen, die hier eingefahren sind, da ist auch schon unser Nightjet. Also haben wir die Wartezeit gut hinbekommen mit hin und herlaufen, ein bisschen gucken und im Regen zu stehen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Unser Einstieg ist nämlich ein bisschen weiter hinten. Das haben wir erst gesehen, wenn der Zug hier angekommen ist. Wenn man durch den Zug läuft, ist es immer sehr eng, vor allem mit diesen vielen Sachen. Ihr habt gesehen, ich habe zwei Schlafsäcke dabei, so einen riesigen Rucksack. Deswegen ist es sehr unpraktisch, hier im Zug hin und her zu laufen damit. Dann kommen ja auch noch andere Leute entgegen, deswegen ist es unpraktisch. So, wir haben schon hier unsere Karte empfangen, mit der wir unsere Minikabine öffnen können. Am besten steckt ihr euch die irgendwo hin, wo sie nah am Körper ist, weil wenn ihr dann die Minikabine verlasst und die hier drin bleibt in der Minikabine, ist es ein bisschen unpraktisch. Wenn ihr mit einem Partner reist, dann könnt ihr zur Not noch durch die Minikabine, wenn ihr relativ sportlich seid, durch dieses Fenster da schlüpfen. Aber wenn ihr allein reist, dann müsst ihr dann das Zugpersonal fragen. Das will man ja auch nicht fünfmal machen. So. Wir verstauen unser Gepäck hier in diesen Gepäckfächern. In dem letzten Video hat mir einer in die Kommentare geschrieben, dass man da seine Schuhe reinmachen soll und nicht seinen Schal und so. Deswegen habe ich das nochmal intensiver probiert, dass man hier seine Schuhe wirklich reinkriegt. Im Winter hat man ja solche hohen Schuhe. Dann habe ich beim letzten Mal gedacht, die kriegt man da nicht rein. Aber wenn man sich ein bisschen anstrengt, sie so ein wenig zusammenstaucht, dann kriegt man die dann relativ gut rein. Das sehen wir dann gleich noch am Ende des Videos. Also unbedingt dranbleiben. Was wir jetzt sehen ist, das Bett zu machen. Es ist ja schon im richtigen Leben zu Hause relativ nervig, das Bett zu machen. Wenn man in die Minikabine einsteigt, sollte man darauf achten, da hat man Bettzeug. Also unbedingt beziehen. Wenn man das erste Mal hier mit so einem Schlafwagen reist, da hat man das vielleicht nicht auf den Zettel. Und legt sich da einfach da drauf, wo schon die anderen 12 Leute gelegen haben vor einem. Also unbedingt das Bett beziehen. In so einer Minikabine ist es aber wirklich sehr eng. Da braucht man schon eine ganze Weile. Und ein bisschen Geschick, Sportlichkeit, um das Bett zu beziehen. Bis jetzt habe ich immer oben geschlafen in der Minikabine. Vielleicht geht es ja in dem unteren Abteil ein bisschen besser. Übrigens, hier ist die Toilette. Diese ganzen Knöpfe sind kontaktlos. Also man ist es ja vielleicht gewöhnt, dass man den Knopf drücken will, aber man muss dann ein bisschen kontaktlos vor den Knopf so rumfuchteln sozusagen. In der Minikabine selber haben wir verschiedene Möglichkeiten, uns die Sachen aufzuhängen. Da können wir zum Beispiel unsere Schuhe aufhängen. Es ist natürlich praktischer, wenn ihr euch so eine Art Hausschuhe mitbringt. Weil immer die Straßenschuhe an- und ausziehen ist ja auch ein bisschen nervig. Und wenn man jetzt hier 12 Stunden im Zug ist, dann ist es ja auch so ein bisschen wie ein Zuhause.
So, das Anstrengendste haben wir ja schon geschafft, wie wir gesehen haben, nämlich das Bett zu beziehen. Dann kommt jetzt nur noch das Zweitanstrengendste, nämlich unser Schlafsack. Dieser Schlafsack, den müsst ihr euch natürlich selber mitbringen. Am besten, wenn es Winter ist, bringt euch auf jeden Fall eine Decke mit oder wie ich hier so einen Schlafsack. Das ist sehr praktisch, weil in der Minikabine kann es wirklich kalt werden. Im Rest des Zuges natürlich auch. Aber ja, egal wie ihr fahrt, mit der Minikabine im Liege- oder Schlafwagen, am besten bringt ihr euch irgendwas mit, dass es euch wärmer ist. Wenn ihr es nicht braucht, dann ist es ja auch gut. Aber was euch hier gestellt wird, ist ein bisschen wenig, finde ich. Da friert man dann doch ein bisschen schneller. So, und jetzt die nächsten 12 Stunden könnt ihr mir beim Schlafen zusehen. Das bringt mir Watchzeit und euch bestimmt gute Unterhaltung. Nein, das war natürlich ein Spaß. Jetzt wollen wir euch einmal weiter hier zeigen, wie es hier aussieht. Wir haben hier so einen Spiegel, das ist auch gleichzeitig der Tisch, den können wir hin und her schieben. Ein bisschen nach vorne, zum Beispiel zum Essen morgen früh, oder nach hinten, dass er uns nicht ganz so nervt beim Schlafen. So, hier haben wir einmal das Bad, das ist nicht gleichzeitig die Toilette. In dem Schlafwagen ist extra unterteilt ein Bad und die Toilette sozusagen. Mit dem Zähneputzen würde ich euch raten, vielleicht bringt ihr euch am besten einen Becher mit, wenn ihr es so macht wie ich, mit dem Wasser da direkt am Waschbecken den Mund auszuspülen, dann müsst ihr so komisch in die Hocke gehen, das ist relativ nervig. Wenn wir es dann hinbekommen haben, uns die Zähne zu putzen, dann können wir dann hier schön entspannt in der Minikabine liegen. Hier haben wir zum Glück auch ein Fenster. Das ist nicht in jedem Teil des Schlafwagens so. Zum Beispiel im Liegewagen oben oder im Schlafwagen gibt es kein Fenster. Deswegen hat die Minikabine den Vorteil, selbst wenn man oben liegt, kann man schön rausgucken. Dann gucken wir uns die Gegend hier an und hoffen, dass wir müde werden. Ich habe meistens das Pech gehabt, dass ich immer dann noch wach bin in Nürnberg. Da hält der Zug dann nämlich ungefähr eine Stunde an. Und ja, dann habe ich mir gedacht, dann fühle ich hier ein bisschen die Züge. Das ist so ein Standardzug, also das weiß ich, weil er steht da so drauf. Wer natürlich die genauere Bezeichnung von diesem Zug weiß und mir das mitteilen möchte, macht es gerne. Ich bin immer bereit, gerne noch was Neues zu erfahren. So, wenn wir dann hoffentlich gut ausgeschlafen sind, dann ist es nämlich morgens. Hier ist ein Blick raus aus unserer Minikabine. Irgendwann, hoffentlich, kommt der Schaffner und bringt uns hier ein bisschen Frühstück vorbei. Normalerweise kriegt man 2 Brötchen und einen Kaffee. Wenn man Pech hat, kriegt man nur 1 Brötchen. Oder wir hatten es auch schon, dann hatten wir gar keinen Kaffee gekriegt. Also im Idealfall standardmäßig sollte man 2 Brötchen kriegen und einen Kaffee. Bisschen Marmelade, Butter, Besteck und so ein bisschen Milch, also Sahne. Und Zucker müsste da auch dabei sein. So, wenn wir das alles bekommen haben, dann bereiten wir uns den Kaffee so vor, wie wir uns den wünschen. Natürlich können wir statt Kaffee auch Tee nehmen oder auch ein anderes Getränk. Ich weiß nicht, ob es auch Kakao gibt. Aber jedenfalls kann man sich das aussuchen. Das fragt einen der Schaffner am Abend, wenn man einsteigt. Jetzt wollen wir einmal gucken, wie das Brötchen hier so schmeckt. Natürlich schmeckt es nicht ganz so perfekt, wie als wenn wir uns das selber machen würden. Davon habe ich auch ganz paar Videos gemacht, wie man Brötchen selber macht. Mein letztes Video war Powerbrötchen. Guckt euch das gerne einmal an. Einfach auf meinen Kanal gehen, auf Videos klicken und dann ein bisschen nach unten. Dann findet ihr das Bild ganz bestimmt. So, ja, das schmeckt ganz gut, das Brötchen. Jedenfalls wird man erstmal ein bisschen satt für den Tag. Und man hat noch was zu tun bis zum Aussteigen. Übrigens solltet ihr euch rechtzeitig vorbereiten zum Aussteigen, weil die letzte Stunde, dass man aussteigen muss, die ist wirklich recht schnell vorbei. Also nicht zu lange trödeln und denken, ach, jetzt habe ich ja noch eine Stunde, da ist es noch genug Zeit. Also lieber rechtzeitig fertig machen, dann noch ein bisschen durch die Gegend gucken, dann hat man dann die nötige Ruhe, weil die letzte Stunde ist, wie gesagt, wirklich schnell zu Ende. Hier sehen wir, sind wir schon in Linz. Da waren wir auch schon mal hingefahren mit dem Nachtzug. Der Nachtzug damals fuhr eine Umleitung. Da sind wir mit dem Sitzwagen gefahren, weil alles ausgebucht war.
noch mit der alten Kategorie von dem Nachzug. Schaut euch gerne das Video auch einmal an. Ich werde gucken, dass ich das Video verlinke in die Videobeschreibung oder ganz am Ende des Videos. Also bleibt dran. So, hier zum Beweis, die Schuhe gehen hier rein. Wie gesagt, der Zug ist damals eine Umleitung gefahren, deswegen kam der nicht wie standardmäßig um 7 in Linz an, sondern irgendwann um 9. Also da konnte man auch gut ausschlafen, das war unser Glück. Aber unser Glück ist auch, wir sind angekommen und werden gleich Wien betrachten. Danke fürs Zusehen, gebt mir gerne ein Abo und bis zum nächsten Mal.